Liebe Zuschauer, es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für die wichtigsten Jagdmeldungen der vergangenen Woche. Herzlich willkommen zu DOZ News. In jüngster Vergangenheit sind in Weimar mehrere Füchse von Passanten beobachtet worden, die merkwürdiges Verhalten zeigten. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, hatten erst am vergangenen Montagvormittag Passanten der Polizei einen Rotrock gemeldet, der sich unaufhörlich im Kreis gedreht hatte. Auch als sich Personen dem Fuchs näherten, zeigte dieser keine Scheu. Nachdem Polizisten den Park daraufhin abgesperrt hatten, erlöste ein Jagdpächter den vermutlich kranken Rotrock. Woher dieses unnatürliche Verhalten des Fuchses rührte, steht bislang nicht fest. Das Thema Wolf kommt nicht vom Tisch. Wieder geht es in Niedersachsen rund. Dort machte in den vergangenen Tagen mehrfach ein aufdringlicher Grauhund auf sich aufmerksam. Doch jetzt reicht's den Verantwortlichen im Umweltministerium in Hannover. Es wird geprüft, wie mit dem Problemwolf aus dem Munsteraner Rudel umgegangen werden soll. Die Aussage des Ministers Stefan Wenzel fällt eindeutig aus. Ich lasse alles Notwendige für die Entnahme prüfen. Wie die Entnahme aber aussehen wird, ist völlig unklar. Von einer Umsiedlung in ein Großgehege bis hin zum Abschuss ist alles möglich. Eines steht für den Minister jedoch fest: Die Sicherheit des Menschen steht immer an erster Stelle. Die Polizei und Feuerwehrkräfte in Kaiserslautern mussten am vergangenen Sonntag zu einer Wildrettung ausrücken. Ein Dammhirsch hatte sich mit seinen Schaufeln in einem Zaun verfangen und kam nicht mehr frei. Doch die retinierten Rettungskräfte hatten die Sache schnell geklärt. Sie fixierten den Hirsch und durchtrennten die Zaunreste. Ruckzuck war das Stück so frei. Die Meldung über den erschossenen Seeadler im Landkreis Stade in Niedersachsen machte in den vergangenen Tagen die Runde. Nach dem Täter wird immer noch mit Hochdruck gefahndet. Vor kurzem sprangen die Landesjägerschaft Niedersachsen und die Jägerschaften Stade und Hadeln-Cuxhaven nun den Ermittlern bei. Von den Grünröcken kommt eine Belohnung von 2000 Euro für denjenigen, der Hinweise liefert, die zur Ergreifung des Täters führen. Insgesamt liegt die Belohnung nun im fünfstelligen Bereich. Und zum Abschluss noch eine Meldung wie aus einem Actionfilm. Zwischen Epping-Mühlbach und Ochsenburg in Baden-Württemberg hörten die zuständigen Jagdpächter am vergangenen Sonntag einen Schuss. Kurz darauf beobachteten die Jäger, wie ein Auto über einen Feldweg fuhr. Die alarmierten Polizisten kamen sofort, doch trotz einer Verfolgung entkamen die mutmaßlichen Wilderer. Ob die Wilddiebe in dieser Nacht zugeschlagen hatten, ist bislang unklar. Folgendes steht jedoch für die Ermittler fest: Die Wilderer setzen eine großkalibrige Waffe ein und sind orts- sowie fachkundig. Eventuell sind die vermeintlichen Wilddiebe sogar Jäger. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei in Epping entgegen. Auch für uns hier in der Redaktion steht eine Sache fest, nämlich dass es nächsten Mittwoch wieder eine neue Folge DOZ News gibt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmanns Heil. Wenn Ihnen auch dieses Video wieder gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns einen Daumen hoch geben. Wenn Sie sehen wollen, welche Videos wir in unserem DOZ-YouTube-Kanal sonst noch hochladen, können Sie ihn hier unter mir abonnieren.